Willkommen zurück zu Ghost of Tsushima, Insel Iki. Wir sind in der Senjo-Schlucht und wollen jetzt den Adler stellen. Alle sind dabei. Tenzo, Fune da vorne und Jin. Wir jagen jetzt den Adler und ich befürchte, dass sie uns jetzt hier auch eine kleine Falle gestellt hat, was wir eigentlich vorhatten. Aber diesen Ort zu wählen, wo Jins Vater gestorben ist, war auch ziemlich blöd von Jin. Also damit hätte er rechnen müssen. Schön, dass ihr dabei seid in der heutigen Folge. Willkommen und viel Spaß mit der Schlacht. Wünsche ich euch mit der Folge. Es ist zu spät. Die Schlacht ist verloren. Ihr habt versagt. So wie auch bei eurem Vater. Erinnert ihr euch, wie ihr ihn sterben ließt? Hey. So, jetzt sehe ich hier wenigstens was im Kampf. Ja, Schamane ist weg. Der lebt doch, komm schon. Noch einer. Okay. Ihr habt den Verstand verloren. Woher wisst ihr, dass diese Schlacht real ist? Jin, bist du noch bei uns? Mir geht's gut. Das Feuer sieht nicht schlecht aus, oder? Auch wie sich das wieder so gebildet hat nach der Halluzination. Wir sind jetzt genau unten in der Schlucht drin, wo dieser schöne Baum steht. Von oben habe ich das ja gesehen. Da oben stand ich ja mal. Ich höre den Schaman. Oh nein, schon wieder sowas. Fürst Sakai, ihr seid zu mir zurückgekehrt. Der Adler. Ist sie dieses Mal hier? Erinnert ihr euch an den großen Kasumasa? Gebrochen und blutend und ihr schlotternd wie ein neugeborenes Kalb. Ich war ein Kind. Ein Samurai, kein Bauernjunge. Doch als euer Vater verzweifelt war, habt ihr euch feig verkrochen. Oh, da ist ja noch einer. Alles in Ordnung? Ja, kämpf weiter. Ah, Jin, dreh dich um. Gegen den will ich nicht kämpfen, wenn der Schamane noch da ist. Der ist so schon zu krass. Der Bogenschütze ist erstmal weg. Wo ist der Dicke? Die kämpfen da vorne. Alter. Ah, nice. Nach dem Wirbel sind die aber ganz schön benommen, ne? Das ist ganz cool. So, jagt weiter nach dem Adler. Okay. Viele Sachen, die wir hier noch mitnehmen können. So, weiter in die Schlucht. Zuvor hörte ich nur ihre Stimme. Jetzt sehe ich sie. Fühle sie hier. Vielleicht verstärkt dieser Ort die Vision für dich. Na, er ist der Ort, wo sein Vater gestorben ist. Ist schon bestimmt kacke. Da ist sie wieder. Seid ihr nicht müde, Fürst Sakai? Kommt, ich schenke euch Frieden. Und ich schenke euch kalten Stahl. Jin, reiß dich zusammen. Wisst ihr noch euer Entsetzen? Wie die Todesschreie eures Vaters durch die Schlucht halten. Ich nehme euch euren Schmerz. Ich schicke euch zur Hölle. Weg ist er. Sie. Wo ist der Schamane? Hier versteckt. Nein! Aber der ist schon down. Nein! Hau ab, du blöder Dicker!
Wie er seinen Schaman schützen will, ey. So ein Bodyguard. Ja. Der lässt mich gerade echt nicht. Ich nehme eine Haftbombe. Noch nicht dahin. Ja, da geht er auch. So, der Schaman ist Geschichte. Er wurde gehaftbombt. Jetzt können wir uns um den kümmern. So, viel einfacher, wenn mal Ruhe hier ist. Oh, die haben auch wenig Leben hier, Fune und so. Nice. Das waren die letzten. Der Adler muss ganz nah sein. Ihr wisst, wo ich bin, nicht wahr? Am Tod des Vaters, da wartet sie. Der Adler wartet östlich von hier, wo mein Vater starb. Ich setze nicht alles auf euer Bauchgefühl, Samurai. Geht ihr nach Osten, Tenzo und ich decken den anderen Weg. Nein. Ich gehe mit Jin. Er braucht mich. Viel Glück, euch beiden. Tenzo möchte unbedingt mitkommen. Ich hoffe nicht, dass da was schief geht, wenn Jin irgendwie eine komische Vision bekommt und da wild um sich schlägt oder sowas. Das wäre schlecht. Lasst mich im Herzen eures Schmerzes. Lasst mich euch heilen. Verdammt, schweigt endlich. Jin, du musst umkehren. Es ist zu spät. Mal die ganzen Blüten hier vom Baum, die werden auch direkt auch zu dem Ort hingespült, wo wir jetzt hin müssen. Und da sind die Mongolenschiffe. Das ist der Ort, wo du meinen Vater erstachst. Die heilige Medizin hat euch hergeführt. Wisst ihr wieso? Um eure Herrschaft zu beenden. Nein, um geheilt zu werden. Aha. Seit Jahren versteckt ihr euren Schmerz. Die heilige Medizin erlaubt euch, ihn zu sehen. Gegen meinen Willen. Eure Medizin ist eine Waffe. Hütet euch vor der Dunkelheit, Jin. Lasst euren Geist in den endlosen blauen Himmel steigen. Ich schwebe nicht über meinem Volk. Ich diene ihm. Selbst dem Volk, das euren Vater tötete? Ja, selbst ihnen. Welch eine Schande. Übernimm den Rest, Tenzo. Ich hole mir den Adler. Nimm an den Mund nicht immer so voll. Au. Allerdings schnell. Ihr könnt mich nicht bissen. Wolltest du was sagen? Ihr werdet hier eure... Oh, oh. Was war das denn? Alter! Kotun ist ein Gegner, den wir verstehen. Krass, ey. Oh, oh. Ich schmeiß jetzt auch noch mit. Kunais. Komm, ich hab doch... Ausgewichen bin ich doch! Stellt euch dem Urteil eurer Vorfahren, Fürst Sakai! Nein! Ich hab noch Leben. So ein bisschen. Vater. Jin! Hilf mir! Okay. So ein bisschen Wunschdenken, oder? Jin. Wir hätten hier zusammen sterben sollen. Wie wahre Krieger. Ich habe euch enttäuscht, Vater. Nicht mich, unseren Clan.
Der Name der Sakai ist befleckt. Die Menschen hier beschuldigen uns grausamer Taten. Manchmal können Verpflichtungen auch grausam sein. Es fiel mir nicht leicht, so zu handeln. Doch es musste getan werden. Ihr tatet eure Pflicht auf dem Schlachtfeld, nicht zu Hause. Ich brauchte einen Vater. Als wir deine Mutter verloren, blieb mir ein Sohn, der mich nicht helfen konnte. Also erzog ich einen Samurai. Es ist soweit, Jin. Tu das, was nötig ist. Befreie unseren Clan von Schande und Unehre. Räche mich. Aber nicht Tenzo. Töte ihn, du Feigling. Nein, töte den Vater. Nein. Ich werde niemals wie ihr sein. Euer Weg ist nicht der meine. Und euer Tod war nicht meine Schuld. Jawohl. Jin ist erwachsen geworden. Die heilige Medizin hat keine Wirkung mehr auf euch. Wie ist das möglich? Man kann es einfach. Au. Alter, hör doch mal auf, so schnell zu sein. Alter, wie die abgeht. Lass das! Oh nee, das mag ich gar nicht. Ich kann mich nicht mehr heilen. Ich krieg so auf die Fresse von dir. Wie kann man denn daneben hauen? Ja, lieber das Schwert. Und das war's. Die ist so schnell. Für eine alte Dame ist sie ganz schön fit, ey. Naja, mal die Schläge auspacken, wo sie es gestunt. Hab ich doch geblockt? Nein, 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 nein! Alter. Jawohl. Achtung, Achtung! Stopp! Bin ich immer zu weit weg, um das zu bestrafen, was sie da macht, ey.
Das war doch Nein, nicht. Ich kann nicht mehr heilen. Nochmal? Okay. Jawohl! Nein, ein Schlag fehlt doch noch. Jawohl, und das war's. Eines Tages werdet ihr euch dem Urteil eurer Vorfahren stellen müssen. Eines Tages. Wie fit und agil und schnell die war, ey. Das war doch Tensos Spruch. Das war Tensos Spruch, den er da gemacht hat. Das ist eine Chance. Wie geht es dir? Das ist nichts. Was ist mit dir? Hörst du sie noch? Nein. Es tut mir leid, Jim. Mir auch. Klingt, als feiern sie schon. Ich sehe lieber nach Fune. Sage ihr Bescheid. Geh nur. Ich komme nach. Warte nicht zu lang. Jane. Ah, schön, dass es nicht noch einen Konflikt zwischen den beiden gab. Finde ich gut, dass Jin das einsieht, dass der Vater sein Feind war und nicht er. Sie haben sich ja viel besser kennengelernt. Okay. Da war Jin versteckt im Dunkeln, als sein Vater angegriffen wurde und getötet wurde. Blüten voller Blut. Schatten für Tote. Jetzt ist Jin richtig erwachsen geworden. Mein Vater kann nicht aufstehen. Des Vaters Hand reicht aufwärts. Des Vaters Atem schwindet. Ja, aber er hat auch noch versucht, die Hand zu reichen. Lebensduft vergeht. Befreit vom Leben. Versteckt im Dunkel. Des Vaters Hand reicht aufwärts. Steigt gen Himmel auf. Wow. Er hat den Schmerz verarbeiten können. Der Segen des Todes. Und der Adler wurde auch besiegt. Maske des Adlers haben wir gekriegt. Okay. Die Maske, die sie auch getragen hat. Mit Mundschutz und so. Nett. Unbeschwertes Herz. Eine von Reue befreiter Geist bereit, sich der Zukunft zu stellen. Für die Samurai-Clan-Rüstung hier wieder eine neue Farbe. Naja. Sonst noch was? Nö. Epilog. Aufzeichnung aktualisiert. Letzte Worte. Dann sind wir wohl am Ende angekommen, wenn jetzt schon der Epilog kommt. Nicht schlecht, ne? Aber der Kampf war hart.
nicht mit gerechnet, dass die so flink ist. Aber die Rüstung hat schon, ne, also wenn es mit dem Parieren geklappt hat, hat man gemerkt, dass diese Rüstung einfach so saustark ist, wenn man einfach 3 Gegenschläge machen kann. Und auch noch das Ausweichen mit dem Wirbel, der immer schön auf die Haltung gegangen ist. Also für so, solche Duelle ist die Rüstung echt gut, ey. Okay, dann haben wir alles aufgedeckt. Jetzt ist alles aufgedeckt. Ihr seht, kein Fragezeichen mehr übrig. Ich habe alles geschafft. Kein Fragezeichen mehr da. Da war eben der letzte Nebel. Jetzt sehen wir die ganze Insel. Hatte ich aber vorher schon alles erkundet. Jetzt können wir zum Versteck der Plünderer und den Epilog spielen, vielleicht noch ein bisschen feiern. So. Und die Plünderer hier können hier noch weiterleben. Das Versteck wurde nicht offenbart. Da habe ich echt Schlimmeres erwartet, nicht? Wer spricht denn da? Aber es hätte schlimmer ausgehen können. Alles ist jetzt anders. Ist sie wieder oben im Haus, die Kuhne? Die beste Verteidigung ist, sich von diesen Bastarden fernzuhalten. Oh, jetzt bin ich so weit oben, oder? Wo sind sie denn alle? Kuhne ist gar nicht hier. Hallo? Uff. Kann ich jetzt da hinten in die Höhle rein? Da war ich auch noch nie, ne? Nee, wobei, das ist ja der Eingang zum Versteck. Sprich mit Tenzo und Fune. Das wollte ich ja. Ich weiß aber nicht, wo die sind. Da, bei dem Boot. Ja, da vorne stehen sie. Da standen sie aber noch nie. Woher soll ich das wissen hier beim Duellring? Mal gucken, ob sie jetzt Jin noch böse sind wegen der Sakai-Sache oder ob sie sagen, ey, okay, wir haben eingesehen, du bist nicht dein Vater, du bist anders. Du bist jetzt unser Freund. Oh, toll. Bin ich noch festglitschen hier. Ah, hier kann ich. Anscheinend möchte uns der Samurai sprechen. Ja, letzte Worte halt. Fune. Tenzo. Ihr seht gut aus. Es ist besser, seit der Adler weg ist. Gute Arbeit übrigens. Gleichfalls. Der Adlerstamm verliert seinen Einfluss hier, wenn wir weiterkämpfen. Hast du das gehört, Fune? Er sagte, wir. Kommt später zu mir, Sakai. Ich könnte die Hilfe eines Samurai brauchen, der ein Geheimnis bewahren kann. Hast du dich erholt? Es tut nur beim Lachen weh, also keine Gefahr, wenn ich bei dir bin. Du lachst eh nur über deine eigenen Witze. Doch nie mehr schwinge ich die Klinge wie früher. Das Ausrauben unschuldiger Händler auf hoher See ist wohl vorbei. Wie willst du dich nützlich machen? Hier leiden noch zu viele unter dem Gift des Adlers. Es gibt kein Gegengift. Aber ich kann ihr Leid lindern. Vielleicht sogar manche heilen, wie du es geschafft hast. Durch die Medizin des Adlers erlebte ich den Tod meines Vaters erneut. Das gab mir die Chance, ihn zu rächen. Was tatest du? Genau, die Schuldgefühle. Ich merkte, dass ich keine Rache brauche. Ich floh mein ganzes Leben vor einem Toten. Ich wollte ihm gerecht werden. Gab mir die Schuld an seinem Tod. Hasste mich, weil ich mein Leben rettete. Also ließ ich die Vergangenheit hinter mir. Und mit ihr meine Schuld. Das heilte dich? Die Dunkelheit verschwindet nie ganz. Aber sie nimmt ab. Vielleicht kann man die anderen so heilen. Sie durch ihre Erinnerungen führen, dass sie sich ihren Ängsten stellen. Das hoffe ich. Damals hätte ich nie gedacht, das mal zu sagen, aber zum Glück haben wir uns getroffen. Hätte auch nie gedacht, dass ich das mal tue, aber... Danke, Jin. Eine Verbeugung vor einem Samurai. Das ist schon mal eine Geste, die sieht man hier nicht häufig auf dieser Insel. Ich sollte bald aufbrechen. Plünderern. Versuchen, mehr Opfer des Adlers zu finden und ihnen Hilfe zu leisten. Mit Vergangenem abschließen. Das haben wir geschafft. Ich gehe nochmal zu Fune. Sie meinte ja irgendwie, such mich auf, wenn da was ist. Aufzeichnungen. Also die Insel Iki haben wir somit fertig. Sie meinte ja irgendwas von einem Geheimnis, was sie erzählen wollte. Warum denn schon wieder ein Überfall? Wir haben uns kaum von der letzten Schlacht erholt. Wir sind im Krieg. Wenn du dich ausruhen willst, bitte den Adlerstamm doch um ein paar Tage Auszeit. Okay. Was ist hier los? Hey, Hachiro.
Ärger mit euren Männern? Mit denen werde ich fertig. Ich sollte euch wohl danken. Für den Tod des Adlers. Und dass ihr Tenso verschont habt. Der Adler verdiente es. Was Tenso angeht. Diese Insel hat schon genug Blutvergießen gesehen. Es wird bald noch mehr geben. Vor der Küste liegt ein Mongolenschiff. Noch genug Vorräten, um meine Männer durch diesen Krieg zu bringen. Wir werden es erobern. Und ihr wollt, dass Ikis verhasteter Samurai euch hilft? Dieser Titel gebührt eurem Vater. Ihr wollt also euren früheren Feind anheuern und eure Männer in Gefahr bringen, nur für ein paar Vorräte? Was ist wirklich auf dem Schiff, Funa? Meine Tochter. Also eine Rettungsmission. Ja, als Überfall getarnt. Eure Mannschaft weiß es nicht, dass sie ihr Leben riskieren, um eure Tochter zu retten. Sonst riskiere ich eine Meuterei. Und wenn wir uns jetzt gegeneinander wenden, wird der Adlerstamm euch zerfleischen. Ich kann meine Tochter nicht aufgeben. Verübt den Überfall mit uns und helft mir, sie zu retten. Unbemerkt. Also gut, ich mach's. Danke. Unbemerkt. Bei Sonnenaufgang brechen wir auf. Bis dahin könnt ihr mitfeiern oder euch auf meinem Schiff ausruhen. Okay. Okay, ihre Tochter, natürlich helfen wir da. Das Gesetz einer Mutter. Noch eine Epiloggeschichte hier nach der Hauptstory im DLC. Vergnügt euch, solange ihr könnt. Wir segeln bei Tagesanbruch. Okay, ich springe erstmal von deinem Balkon. Optional, feiere mit Funes Plündern, gehe auf Funes Schiff. Ich mach's, ja! Fune schmiedet Pläne. Unfug. Sie verpasst sonst nie eine Feier. Einmal schon. In der Nacht nach... Psst, wir haben Gesellschaft. Die trauen ihr wirklich nicht wirklich so zu. Aber hey, es geht um ihre Tochter. Das könnten doch einige Leute verstehen, oder nicht? Wenn die hier zusammenhalten wollen... Lust auf eine Wette? Was denn? Eine Partie Go. Das haben mein Onkel und ich immer gespielt. Für weitere Spieler ist kein Platz mehr. Aber wir nehmen Wetten an. Aha. Wer glaubt ihr gewinnt? Weiß oder schwarz? Schwarz, wie der Geist. Ich setze auf schwarz. Viel Glück. Kommt später wieder und seht, ob ihr gewonnen habt. Später. Toll. Natürlich habe ich gewonnen. Schwarz gewinnt immer. Ich kerbe euren Bogen ein. Meinem Bogen geht's gut. Was haben wir hier? Essen. Danke. Fune sagt, das Mongolenschiff ist reich beladen. Schön schaschlik. Fune sagt viele Dinge. Du glaubst, sie lügt? Ich glaube, sie verheimlicht uns etwas. Und als sie sich das letzte Mal so verhalten hat, verlor ich zwei Brüder ans Meer. Okay. Also so richtig hat sie ihre Männer nicht unter Kontrolle. Wenn die so wenig Vertrauen in sie haben. Ein Schlückchen? Naja, ja. Aber nur ein. Sake, riecht normalerweise anders. Auf Iki trinken wir kein teures Gebräu, Fürst Sakai. Wenn ihr Feuer im Bauch möchtet, müsst ihr mit meinem Spezialrezept vorlieb nehmen. Geil. Wenn Gift darin ist, dann hofft, dass es stark genug ist. Schließlich habe ich das Adlerstrunk überlebt. Ich trinke mit, um euren Geist zu beruhigen. Worauf trinken wir? Auf die Insel Iki. Wartet's nur ab. Er wird später mit seinen Samurai-Kumpanen. Okay. Ich gehe besser auf Funes Schiff. Was mit unserem Gewinn? Wir haben jetzt alles durch. Immer noch nicht. Kommt das jetzt danach? Also die optionalen Sachen sind weg. Warte auf Funes Schiff, da müssen wir dann... Wo ist denn ihr Boot eigentlich? Da hinten. Hinter dem Duellring. Okay, Leute, ja, kommt noch dann in der nächsten Folge noch mehr Inhalt. Ich freue mich. Ich hoffe, euch hat die Folge heute gefallen. Der Kampf gegen den Adler war ziemlich krass. Aber es gibt hier noch eine Epiloggeschichte, wo es um die Tochter von Fune geht. Und da helfen wir selbstverständlich. In der nächsten Folge machen wir dann weiter mit Ghost of Tsushima. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Lasst einen Daumen nach oben da und bis zur nächsten Folge. Ciao.